Syrische Christen sollen sich nach dem Willen der Terrororganisation Islamischer Staat künftig an 11 Gebote halten, um am Leben bleiben zu dürfen. Christen mussten in der vom IS eroberten Stadt Karyatayn in der Region Homs einen entsprechenden Sicherheitsvertrag unterschreiben. Laut diesem Dokument dürfen sie unter anderem keine Kirchen oder Klöster bauen, keine Kreuze öffentlich zur Schau stellen und müssen sich züchtig kleiden. Sie verpflichten sich auch, Muslimen Respekt zu zollen und den islamischen Glauben nicht zu verletzen. Zudem müssen sie einmal im Jahr eine Kopfsteuer zahlen. Dafür garantiert ihnen die Terrororganisation körperliche Unversehrtheit. Das Europäische Parlament hat am 9. September mit großer Mehrheit für den umstrittenen Rodriguez-Bericht gestimmt. Er steht unter anderem wegen der Forderung nach verpflichtender Sexualkunde an Grundschulen in der Kritik. Die Sprecherin der Initiative Familienschutz, Hedwig Freifrau von Beverförde, sagte der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, das Europäische Parlament treibt mit dem Bericht einmal mehr die Gender-Ideologie voran. Scharfe Kritik übte auch der deutsche Europaabgeordnete der Familienpartei Arne Gericke. Er bezeichnete den Bericht als ein linkes Mogelpaket. Er greift tief in unsere Lehrpläne ein, fordert Sexualkunde an den Grundschulen und transsexuellen Genderunterricht. Der Bericht gehört in den europapolitischen Papierkorb, so Gericke weiter. Eine Kirche, die zu den Menschen kommt. Die Zeltmission hat in Deutschland Tradition. In Waren an der Müritz veranstaltet die landeskirchliche Gemeinschaft noch bis zum 13. September ihre Evangelisation im Zelt. Als Evangelist habe ich schon die unterschiedlichsten Veranstaltungsorte kennengelernt. Ich war in Kirchen zu Hause, ich durfte in Sporthallen und in Kulturhäusern predigen, auch im Gefängnis. Aber der genialste Veranstaltungsort ist für mich nach wie vor das Evangelisationszelt. Ich bin immer wieder dankbar, wenn ich im Zelt stehen darf und den Menschen von Jesus erzählen, weil das Zelt eine geniale Atmosphäre hat. Es ist immer ein Hingucker und es hat die niedrigste Hemmschwelle überhaupt. Lutz Schäufler wuchs in der DDR auf und bekehrte sich trotz gesellschaftlicher Widerstände zum christlichen Glauben. Mittlerweile arbeitet er hauptberuflich als Evangelist und Musiker. Ja, ich finde es irgendwie spannend, wenn so viele junge Leute unterwegs sind und die Musik machen zum Beispiel. Und ja, ich fand es voll cool, was der Lutz gesagt hat. Und ich finde, es ist immer wieder beeindruckend, was man für aktuelle Sachen in der Bibel finden kann. Also, dass man merkt, es hat was mit mir zu tun. Das Programm der Zeltevangelisation in Waren beginnt jeweils um 19:30 Uhr auf dem Festplatz. Der Abschlussgottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr statt.